Hallo Menschen, ich möchte heute Im Park der prächtigen Schwestern von Camila Sosa Velada rezensieren. Das ist eine argentinische Autorin und wir beginnen die Geschichte auch gleich mit den titelgebenden prächtigen Schwestern. Das ist eine Gruppe an Frauen, von denen nur eine Cis-Frau ist, alle anderen sind trans und sie gehen in einem Park in Córdoba der Prostitution nach. Ich formuliere es bewusst so, denn die Begriffe, also Sexworker oder Sexarbeit, kommen in dem Buch nicht vor und ich halte mich jetzt einfach mal an die Formulierungen, die im Buch auch verwendet werden. Eine von ihnen, die älteste, findet im Gebüsch ein ausgesetztes Baby und beschließt, das zu adoptieren, wovon ihr manche tatsächlich auch abraten, weil sie dann quasi als Kinderdiebin ins Gefängnis käme, weil als Transfrau ist es zu gefährlich, ein Kind aufzunehmen, das würde dann garantiert so gedreht, als hätte sie sich das Kind geschnappt oder so, aber sie nimmt es trotzdem auf. Und zunehmend haben wir dann aber auch eine Ich-Erzählerin, deren Leben wir erfahren, die im Zentrum steht. Sie ist halbwegs neu in der Stadt, noch relativ jung. Sie hatte einen trinkenden Vater und allgemein eigentlich keine besonders schöne Kindheit. Dazu gleich mal ein Zitat. Bei mir daheim war alles mit Angst eingefärbt. Sie hing nicht von einer Stimmung ab oder von irgendwelchen Umständen. Die Angst war der Vater. Weder Polizisten, noch Kunden, noch Grobheiten flößten mir je in dieser Weise Angst ein, wie mein Papa das getan hat. Und ja, daran hört man auch schon, dass es zum Beispiel auch manchmal wirklich widerliche Vorfälle eben mit Kunden gibt. Manche von den Schwestern sterben an AIDS, manche werden umgebracht, manche sterben an anderen Dingen. Und so viel erstmal zum groben Inhalt. Man kann dieses Buch dem Genre des magischen Realismus zuordnen. Also zum Beispiel wachsen einer der Frauen dann zunehmend so Federn aus der Seite und sie wird quasi zu einem kleinen Vögelchen. Eine andere ist 176 Jahre alt, was ja auch eher etwas unrealistisch ist. Und eine andere ist, ich sage jetzt mal angeblich, oder ja, sie ist in der Geschichte, sie ist eine Werwölfin, die eben einmal im Monat eingesperrt werden muss und sich verwandelt. Und das wird eben aber alles einfach so, ja, nebenher erwähnt, das scheint ja so dieses Merkmal des magischen Realismus zu sein, dass das alles ganz normal hingenommen wird, dass die Leute das zwar schon erwähnenswert finden, aber halt nicht als eine komische, übernatürliche Sache, sondern das passiert halt einfach so. Und es gibt so eine bestimmte Form von magischem Realismus, da bekomme ich irgendwie so ein richtiges Gefühl für die Welt, also für diese Seltsamkeiten, da bin ich so richtig drin. Und hier gab es ein paar Momente, wo ich mich schon irgendwie so fragte, okay, soll ich das jetzt einfach hinnehmen oder ist das ein Symbol für irgendwas? Also zum Beispiel die zwei Sachen, die ich euch jetzt auch gerade gesagt habe, dass sich eine eben in einen Vogel verwandelt und dass die andere eine Werwölfin ist, die machen ja dann quasi eine Transformation durch. Da habe ich mich dann gefragt, also ist das jetzt eben ein Symbol dafür, dass auch die Transfrauen irgendwie eine Veränderung durchmachen oder auch nicht? Also hier war ich mir tatsächlich so ein bisschen unsicher, wie viel ich quasi interpretieren soll, was jetzt aber keine Kritik am Buch ist, ganz im Gegenteil, ich fand das ziemlich spannend am Lesen, es hat gut funktioniert für mich, aber es ist definitiv Geschmackssache, also will ich nur noch mal erwähnen, das ist kein irgendwie trockener, normaler Erfahrungsbericht, sondern es ist eben wirklich ein Roman mit irgendwie spekulativen, mehr oder weniger fantastischen Elementen. Und ich finde, dieses Buch kriegt eine ganz, ganz tolle Mischung hin, dass es einerseits manchmal fast ein bisschen kitschig ist in den Beschreibungen, was ja eigentlich gar nicht meine Richtung ist, aber man merkt ein gewisses Pathos irgendwie. Es ist manchmal auch übertrieben romantisch. Dazu lese ich euch nochmal ein zweites Zitat vor. Das ist gerade nach dem Tod eines Mannes. Das alles war so traurig, dass wir weinten, bis unsere Kleider durchnässt waren. Weiter unten. Sie selbst schloss sich in ihr Zimmer ein, öffnete die Knöpfe an ihrem Dekolleté, um ihrem Herzen Raum zu geben, kniete neben ihrem Bett nieder und dort weinte sie dann doch und weinte. Draußen im Hof füllten wir unterdessen eine Plastikwanne mit den Tränen, die wir aus unseren Kleidern wrangen und die wir weiter um ihn vergossen und nahmen ein langes und friedliches Bad, schweigend, nackt, während der Abend sich rot färbte und unser Schmerz ihn noch tiefer rötete. Aber dann wird das Buch halt auch wieder sehr, sehr, sehr direkt. Also die Ich-Erzählerin redet von sich und von den anderen Schwestern meistens auch als Huren. Es gibt wirklich einige Sexszenen, Geschlechtsteile werden genannt, also wirklich Anus, Vulva, Abspritzen. Und es war mir manchmal fast ein bisschen zu sehr, irgendwie so ein bisschen aufs Körperliche betont. Aber dadurch entstand halt eine ganz tolle Mischung oder ein Kontrast zu diesem teilweise Kitsch irgendwie. Also zum Beispiel auch dieses gefundene Kind, was die adoptieren, das hat auch kein
ich sag jetzt mal, normalen Namen, sondern das heißt der Glanz in den Augen. Und der wird auch immer so genannt. Oder es gibt die sogenannten Männer ohne Kopf, die aus einem anderen Land emigriert sind. Und das wird auch alles einfach so hingenommen. Und ich finde, es kommt ganz toll zusammen. Übrigens an der Stelle auch nochmal, was so die Formulierungen betrifft. Es ist kein politisch korrektes Buch, wenn man so möchte, von den Begriffen her. Also die Ich-Erzählerin wird manchmal auch abfällig, direkt beleidigend, eben auch sich selbst gegenüber. Also da nennt sie sich eben auch Flittchen. An manchen Stellen gibt sie dann auch eher so die Meinung von anderen über sie wieder. Und dann fallen eben aber auch solche Beleidigungen eben wie Schwuchtel. Also sie selber benutzt zwar durchgängig die weiblichen Pronomen, aber sie gibt eben manchmal wieder, dass andere von, Zitat, Männern in Frauenkleidern fasziniert sind. Manchmal werden sie natürlich auch irgendwie direkt mit Hass konfrontiert und das ist auch alles mit hier in diesem Buch drin. Ich mochte dieses Buch tatsächlich am meisten, wenn es sich wirklich so auf diese Schwesternschaft bezieht, also die Gruppe an Frauen. Tatsächlich dauert das auch ein bisschen, bis die Ich-Erzählerin überhaupt auftritt und ich meine, ihre einzelne Erzählung, also die ist schon auch okay, es ist halt eine beispielhafte Geschichte, aber die Gemeinschaftsmomente fand ich tatsächlich wirklich toll. Dazu auch nochmal ein Zitat. Das ist gerade der Moment, wo eben dieses gefundene Baby von der alten Dame aufgenommen wird. Die sind jetzt quasi hinter geschlossener Tür gerade zusammen und unsere Ich-Erzählerin denkt halt quasi an ihre eigene Kindheit, an ihren Vater, mit dem es so viele Probleme gab. Und hier steht dann das genaue Gegenteil dessen, was gerade hinter der Tür dort geschieht. In diesem Zimmer, in dem noch immer Licht brennt. Ein grünes Leuchten blendet den Tod und bedroht ihn mit dem Leben. Es warnt ihn, dass er sich schleichen und das im Park gefundene Kind vergessen soll. Dass sein Zugriffsrecht hier in diesem Haus endet. Auf meinem Sofa, eingehüllt in die Zudecken der anderen Transfrauen im Haus, schlafe ich ein zu dem Wiegenlied, das Enkana dem Kind singt. Die tausendfach gehörte Erzählung von meiner schmerzhaften Geburt löst sich auf wie Zucker im Tee. In diesem schwesterlichen Haus kann die Sanftheit den Tod noch das Fürchten lehren. In diesem Haus kann sogar der Tod schön sein. Oder es gibt eine andere Stelle, an dem man so ein queerer Ort quasi als Treffpunkt von uns Hexen, Hübschen und Lesben bezeichnet wird. Und wie gesagt, das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Das ist wirklich eine wilde, bunte Truppe, bei der definitiv auch nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es gibt zwar, wie sagt man auf Deutsch, empowernde Momente, aber eben auch, also sowohl negative Reaktionen von außen, aber auch Schwierigkeiten untereinander und auch solche Entwicklungen, dass in diesem Park werden dann später zum Beispiel, oder wird stärkere Beleuchtung angebracht, angeblich eben zum Kampf gegen den Drogenhandel, aber dadurch gehen sie eben nicht mehr kollektiv an diesen Ort und verlieren sich alle etwas und vereinzeln eben dann auch zunehmend. Ich mochte auch sehr, dass so in ein paar Nebensätzen ganz gut eine Gesellschaftskritik mit eingebaut wird. Zum Beispiel kommen auch mal zwei sehr reiche Transfrauen mit dorthin, die ihr Leben aber normalerweise durchaus noch so in Männerkleidung führen, als Männer auftreten und quasi nur so ein bisschen testweise in diesem Park. Und da gibt es wirklich ein paar sehr gute, treffende Sätze, eben auch über Privilegien und Klasse und Herkunft. Dazu auch nochmal ein Zitat. Selbst wenn sie uns beschenkten, so freundlich waren, uns die Parfüms zu überlassen, die ihrer Mutter nicht fein genug waren, oder ihre arg abgetragenen Markenklamotten oder kaputten Handtaschen, die strahlende Zeiten hinter sich hatten. Mit diesen Resten steckten sie die Entfernung ab, die zwischen uns lag, auch wenn sie ständig betonten, dass sie gerne so wären wie wir. Sie ahmten uns nach, konnten aber die Klassenschranken nicht überwinden. Sie sprachen unsere Sprache, schließlich waren sie polyglott. Sie ahmten unsere Art zu gehen nach und fickten mit unseren Kunden, kassierten aber nicht dafür. Sie taten es, weil sie es sich erlauben konnten, weil sie es nicht nötig hatten, Handelsware zu sein. Sie spielten einfach, dass sie ein Leben führten, das nicht ihr eigenes war. So, und natürlich geht es aber auch drumherum so ein bisschen um die Doppelmoral und den gesellschaftlichen Ausschluss und ja, so einige Themen, wie es halt so ist, sich als Transfrau durch diese Gesellschaft zu bewegen. Eine Frage, die natürlich bei mir so ein bisschen aufkam, ob es nicht klischeehaft ist, dass also gerade Transfrauen eben in die Prostitution abrutschen, wenn man so will. Es ist sowieso auch sehr, sehr, sehr aufs Sexuelle und auch aufs Körperliche bezogen. Also, es bleibt irgendwie so ein bisschen die Frage, kann man nicht auch eine Transfrau und Bibliothekarin sein? Aber das Ganze scheint autobiografisch, ja, zumindest inspiriert zu sein. Also zumindest steht es so andeutungsweise schon im Klappentext. Und da stelle ich mich dann ja auch nicht hin und behaupte, okay, dein Leben ist klischeehaft. Und man muss auch nochmal bedenken, also die Autorin ist 1982 geboren. Und die Ich-Erzählerin ist zur Zeit der Geschichte 20. Wenn es also autobiografisch inspiriert
ist, dann spielt das Ganze ja ungefähr 2002. Und da sah es mit der Trans-Repräsentation und mit den Möglichkeiten ja wirklich noch ein bisschen anders aus. Ich will nicht sagen, dass es keine andere Möglichkeit gegeben hat, aber es war vermutlich schwieriger als Transfrau jetzt einfach irgendwie CEO in einer Elektronikfirma oder sowas zu werden. Ne? Allerdings zugegeben, es ist halt wirklich so, dass alle Transfrauen in dieser Geschichte, außer die zwei Reichen, die ja eben aber in ihrem normalen Leben als Männer auftreten, irgendwie im Zusammenhang mit illegaler Sexualität stehen. Also es gibt in dem Buch jetzt zumindest erstmal keine andere Repräsentation. Wie gesagt, ist jetzt von meiner Seite her keine Kritik, weil diese Geschichten natürlich auch erzählt werden sollen. Es wäre halt, glaube ich, nur fragwürdig, wenn man irgendwie jetzt nur solche Repräsentationen liest, wo halt irgendwie immer Transsein mit Prostitution in Verbindung kommt. Aber ja, ich muss es nochmal betonen, ich fand dieses Buch wirklich sehr, sehr toll. Ich war selbst überrascht, dass mich diese leicht überbordenden Beschreibungen nicht störten. Ich möchte euch nochmal ein letztes Beispiel vorlesen, wo ich glaube ich in jedem anderen Buch irgendwie so ein bisschen davor zurückschrecken würde, was aber hier so gut funktioniert hat. Also letztes Zitat für diese Rezension. Nach und nach fügte ich mich ein in dieses Rudel, das sich verstohlen in den Park bewegte. Ich war die Kleinste, die Unbedarfteste. Ich hatte von nichts eine Ahnung, aber diese Frauen verschenkten ihr Wissen so, wie sie alles verschenken, was in ihren Handtaschen war, sobald man ihnen mit Respekt begegnete. Das Transherz, eine Dschungelpflanze, eine von Gift pralle Blume, rot mit Blütenblättern aus Fleisch. Und wie gesagt, ich glaube, dass es daran, also an dieser Mischung lag, diesem teilweise derben, was ja eigentlich auch oft nicht so meins ist, aber irgendwie hier so toll zusammenkam, dass ich also wirklich, sobald die Autorin nochmal was anderes schreibt, würde ich mir das definitiv angucken. Ich mochte den magischen Realismus, ich mochte ja die Schwesternschaft, die aber halt auch, die haben auch ihre Probleme, die sind nicht immer die Besten zueinander, da gibt es Streit, da gibt es auch Verlassenwerden, aber genauso eben Zusammenhalt und ja, insgesamt fand ich das ganz, ganz großartig und kann es euch auch empfehlen. Ja, ursprünglich wollte ich dieses Buch zusammen mit anderen Büchern aus Argentinien besprechen, aber weil ich es halt so toll fand und noch ein paar Details mit nennen wollte und genug zitieren wollte, habe ich eine Einzelrezension draus gemacht. Ja. Dann danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir können uns noch ein bisschen über dieses Buch austauschen und dann hoffe ich außerdem, wir sehen uns das nächste Mal.